Hallöchen Freunde, herzlich willkommen zur nächsten Folge von Zack Zero hier bei Level Carni Plant. Da sind wir ja gerade angekommen, Höhlen auf Planet Nahirik. Mal gucken, was uns da so schönes Spannendes entgegenkommt. Oh. Suche den unterirdischen Gefängniseingang. Machen wir. Oh Gott, ist kein Problem, das machen wir. Hier simmelt irgendwas rum, hier summt irgendwas rum. Oh, wow. Okay, jetzt auch noch lang. Ah ja, okay, wir werden erstmal hier unten lang laufen. Weil hier garantiert ein Schatz liegen wird, denke ich mal. What? Oh, wie süß. Okay, jetzt geht's doch lang, oder wie? Oh, ist der niedlich. Oh, jetzt ist er wieder aus dem Maul geflogen. Wie geil ist das denn? Komm ich da irgendwie rüber? Du bist aber nett, oder? Nee, doch nicht, lol. Ups. Ups. Bäh, der schleimt mich voll, ist ja ekelhaft. Okay, wir hätten das doch oben lang laufen können noch. Das ist ja uncool. Da muss ich ganz kurz nochmal hochlaufen. Ist ja kein Thema, hier hochzulaufen. Oder hochzuspringen. Oder geht's doch hier lang, hä? Ist ja verwirrt. Magisches Inem-Tor. Okay. Du kommst nicht durch dieses merkwürdige Tor. Sieht so aus, als könntest du nichts machen, um sie zu öffnen. Finde einen anderen Weg. Okay, dann bin ich schon mal instinktiv richtig gelaufen. Aber ich will alles erkunden, ne? So, hier hinten geht's irgendwie noch nach links runter. Okay, nix. Nix da. Dann geht es hier lang. Oder? Andere Seite? Oh Gott. Au. Eklig? Okay. Was machen wir da? Das hat jetzt auch nicht viel gebracht, oder? Ach du Scheiße, ich bin sowas von am Arsch, glaube ich. Ah, was will ich hier hinten? Hier ist da nichts. Dann jumpen wir mal fix vorbei. Dankeschön. Ne, keine Ahnung, da hinten wird bestimmt was sein, aber ich sehe es nicht. Keine Ahnung. I don't, ich weiß auch nicht, ob es hier weiter runter geht. Weißt du, hier gibt es keine Sicht nach unten. Deswegen könnte man höchstens nur raten. Oh, Checkpoint. Ob es da lang gehen würde. Hab mich jetzt noch minimal erschrocken. Gehen die gar keine Punkte da lassen, das ist auch kacke. Noch eine Stelle verpasst. Ah, ist ja cool, über den rüber zu laufen. Ah, ist cool. So, hier unten geht's noch lang. Immer die Juwelen von. Irgendwann werden sie jemand töten, ich weiß es. Na komm mit. Komm mit, du letztes Juwel. So, wo haben wir denn den Schatz hier hinten? Ich scheiß mal auf die Gegner kurz. Oh, ich bin schon richtig gelaufen. In der Stadt. Was sind das für kleine Kreaturen? Sie scheinen nett zu sein. Oh, wie süß. Es gibt auch noch eine Nettigkeit hier. Der alte Mann da drüben ist wohl der Anführer des Dorfes. Der Älteste erzählt Zack von der Geschichte seines Volkes. Sie sind die letzten Überlebenden der Inim, einer Spezies, die seit Urzeiten in den unterirdischen Höhlen dieses alten Planeten lebte, bis sich eines schrecklichen Tages ihr süßes Leben für immer veränderte. Sie wurden durch eine Plage böser, fleischfressender Pflanzen vom eigenen Land vertrieben.
Die Pflanzen wuchsen immer weiter und schlugen in allen Höhlen ihre Wurzeln. Die Innen überlebten, indem sie sich in den tiefsten und ferngelegensten Bereich der Höhlen flüchteten. Der Älteste ist nach seiner Erzählung ganz erschöpft. Er sagt Zack, wie seine Reise weitergeht. Will er das Zaubertor der Innen überwinden? Will er das Amulett finden, das als einziges diese Tür öffnen kann, um mit seinem Abenteuer fortzufahren? Dann muss er zuerst das Problem mit den Pflanzen beheben. Die Nachricht lagern eine hochgiftige Säure in den Höhlen, die dabei helfen könnte, die fleischfressenden Pflanzen loszuwerden. Zack ist der Einzige, der die Höhlen erreichen kann. Eine einzige Dosis der leuchtenden Chemikalie wäre genug, die Plage zu beenden und die Innim von den fleischfressenden Pflanzen zu befreien. Nächste soll einfach ganz gehen. Ist doch easy going, oder? Machen wir mal schnell, wa? Ist ja kein Problem. Denn diese Innim sind ja so süß. Zack, wir müssen ihnen helfen. Ich hoffe, es ist nicht zu schwer, an die Säure zu kommen. Die Zeit wird knapp. Oh, was haben wir denn da Schönes? Ein kleines Lichtlein läutet uns den Weg. Da, ein Licht, folge ihm. Die Innim wollen dir bei der Suche nach der Säure helfen. Kann man hier irgendwo hoch? Ne, kann man nicht. So, wo ist es hin? Da hinten ist es lang. Ich komme, mein kleines Lichtlein. Ist hier irgendwo eine Pflanze gewesen? Ja. Das ist so eine Verarsche. Wahrscheinlich muss ich rechts lang laufen, statt links, statt hier runter. Na, war doch klar. Ja, jetzt? Ah, wieder zurück, okay. Ne, machen wir mal ganz kurz hier lang. Da ist nämlich noch was, siehst du? Ich komme, mein kleines Lichtlein. Wo ist es denn? Wo ist es denn, das kleine Lichtlein? Oh. Ja. Toll. Ich habe keine Ahnung. Gehen wir mal ganz kurz zurück. Irgendwo hier muss es ja sein, oder? Ah, da hinten. Ist es das? Nee, oder? Ja. Hier ist kein Licht. Tja. Ich soll ihm folgen, aber wie soll ich das machen, wenn es wegrennt? Irgendwo nach unten wird es bestimmt... Ah, habe ich da was gesehen? Ne, doch nicht, habe ich nicht. Irgendwo wird es bestimmt hier nach unten sein. Na, schau an. Wird zwar nicht das sein, was das Viech mir sagt, aber wir machen es einfach mal. Oh Gott. Oh Gott. Vielleicht kriegen wir das Licht jetzt wieder. Wäre auch toll. Da ist das Licht hier irgendwo. Ah, da ist es. Hi, Lichtlein. Jetzt werde ich dir folgen. Komm schon, zeig, folge mir. Ja, ja, ich komme. Ja. Ich komme, mein kleines Monster. Aber bist ein bisschen langsam, wa? Bist schon auch ein altes Licht. Okay, noch weiter. Hier bin ich runtergefallen. So, nu? Will mich so ein bisschen verarschen, ne? Oh. Da boxen sich wieder frei. Ja, komm, Licht, Alter, willst du mich verarschen? Ich glaube schon, ne? Keine Ahnung. Willst du mit mir reden? Kann ich dich aufsaugen? Aber wenn das Licht zu blöd ist? Ganz klasse. Du Cheater. Achso, jetzt soll ich hier hinter... Ne, doch nicht. Okay, also wieder zum Anfang nach oben. Da, wo halt das Tor war, ist ja... Wobei, nee, geht auch nicht. Da kann man nicht meckern, oder? Sie machen es hier nicht mehr wirklich leicht. Leicht? Hallo? Ich muss einem hässlichen Licht hinterherlaufen.
das schon wieder mega weit weg ist. Back to the roots also so ein bisschen. So, was haben wir hier? Klettern nach oben, um nach der Siebe... Oh, jetzt habe ich natürlich das Dings überskippt, den Dialog hier. Oh, da ist eine... Ne, doch nichts. Ich dachte, der wäre ein Schatz gewesen. Zugang zur Säureaufbereitungsanlage. Säure! Auf geht's, würde ich mal sagen, wa? Ja, warum ist das Ding runtergefallen? Ich hab's ja nicht mal berührt. Die wollen mich aber nicht mehr hier weglassen, wa? Ah, keine Gegner. Ist ja auch komisch. Nicht, dass mir das Ding gleich einquetscht. Naja, ich weiß schon. Ich kenne die Gegner doch. Ah ja, muss ich sagen, ist das Jumpen echt cool. So, was haben wir hier? Erde. Na, immer her damit. Hier, komm. Jetzt ist das Ding da oben bestimmt aus. Aha! Aha! Man kann sowas von vergessen, dass ich da in Fullspeed drüber reinlaufe. Wow, 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 wow. Das ist ja richtig gemein, muss ich sagen. What? Was nun los? Ich hab doch benutzt. Eigentlich. Ach so, ich glaube, ich bin nur noch nicht. Ja, ja, ich bin. Lol. Es hat mich nicht getroffen. Es ist noch aktiv, ja, ne? Ne, jetzt nicht mehr. Doch. Immer noch, angeblich. Ich hab keine Ahnung. Ich lauf einfach mal. Ist ja auch egal. So, jetzt bestimmt ein Schatz, oder? Hier rechts. Ne, doch nicht. Oh, mir ist bestimmt ein Schatz. Ich kann ihn riechen, den Schatz. So, noch einmal diese Dinger hier. Zack. Und zack. Oh. Hoch mit dir. Ich weiß ja nicht, was das bringt. Das ist einfach nur sozusagen Heilungskisten, sag ich mal. Mega Jumping-Experte hier. Mann, 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 ist der Typ geil. Naja, das war nix. Doch, rechts ist bestimmt noch ein Schatz. Habe ich recht? Ich hab doch bestimmt sowas von recht. Hallo, hier muss doch was sein, oder? Na, schade. Wäre zu schön gewesen. Okay. Also, wir sind da schon 100.000 Meter nach oben gejumpt. Kein einziger Gegner, weißt du? Oh Gott. Säuretransport. Ja. Das war Fail. Glücklicherweise genug Checkpoints hier. So, dann geht's hier weiter. Nächster Checkpoint. Echt viele Checkpoints gibt's hier. Wow. Schön Kopf einziehen. Nee, das sollte ich nicht machen. Woo! Mann, 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 ist das gemein. Ja, über mega viele Checkpoints. Finde ich sehr gut, muss ich sagen. Aber von was auch immer ich getroffen wurde. Achso, von den Dingern davor draußen. Die Dinger haben ja Stacheln dran. Und davon wurde ich gerade getroffen. Ist aber nicht nett. Einfach so Stacheln anzumachen. Okay, nächster Checkpoint. Mann, 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 der muss ja... Muss man da richtig viel machen, ne? Wer die Juwelen haben. Alle zu meinen Juwelen. Gut, nächster Checkpoint. Ich würde sagen, wir machen mal ganz kurze Pause, Leute, wa? Von 6-0 sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr seid dabei und bis dahin. Bye, bye.